So, ich habe gleich mal zu Anfang, ich bin etwas erkältet, ich habe etwas wenig Stimme und deswegen werde ich heute nicht so viel reden können. Ich habe eine Truhe geschenkt bekommen, eine Musiktruhe von einem Bekannten. Es ist eine Graetz, es hat irgendeinen unaussprechlichen Namen. Ich werde es einfach in die Beschreibung unten reinpacken, wie es heißt. Baujahr wohl irgendwo in den 60er Jahren. Und es hat einen sogenannten Schallkompressor. Das heißt, es ist ein kleiner Hochtöner hinten drin, der über zwei lange Rohre von innen nach links und rechts raus an der Unterseite der Truhe so Hörner rausgehen, wo dann eben Hochtöner rauskommen. Vorne ist nochmal ein kleiner Hochtöner drin und natürlich der Basslautsprecher. Ja, ich mach mal die eine Türe auf und das Radio an. Also man sieht, unten drin ist noch so eine kleine Statusanleuchte, dass man weiß, wenn die Türen geschlossen sind, dass das Radio noch an ist. Der Empfang hier ist jetzt sogar überraschend gut in der Ecke mit der Truhe, nach der Kondensatorkur natürlich. Und man kann verschiedene Sachen einstellen. Der Klang der Truhe ist auch wunderschön, also ich habe selten sowas Cooles gehört. Also es echt unübertrefflich. Also zwei Tasten sind kaputt. Mal schauen, ob ich da noch einen Ersatz für bekomme. Aber jetzt kommen wir mal hier hin. Hier sieht man zum Beispiel, was man alles anschalten kann. Die Außenlautsprecher. Das magische Auge habe ich hier ausgeschaltet, weil es noch sehr gut leuchtet eigentlich für eine EM34 und ja, damit es eben geschont wird. Raumklang kann man auch einstellen, wenn man hinten kann man Raumklanglautsprecher anschließen, die werden dann da quasi aktiviert. Und hier kann man eben noch einstellen Sprache, Solo oder Orchester, und mit diesen Reglern hier kann man eben auch Höhen und Bässe wie bekannt einstellen. Ja. Ich muss jetzt nur wieder die Lautstärke runterdrehen. Sonst meckert YouTube wieder wegen den Tonaufnahmen. Deswegen habe ich einfach mal eine Platte eingelegt. Mal sehen, ob die noch Copyright drauf hat bei YouTube oder nicht. Das werden wir dann schon sehen. Weil es war original eigentlich auch ein Plattenspieler drin. Der hat aber gefehlt. Und ich habe dann einfach meinen Plattenspieler wieder eingebaut. Weil vorher war ein altes, rostiges Tefifon drin, das auch noch kaputt war. Und das habe ich eben ausgebaut und meinen Plattenspieler eingebaut. Das Tefifon, momentan repariere ich gerade noch ein anderes Radio mit Tefifon. Vielleicht kann ich das ja als Ersatzteilspender gebrauchen. Oder mal schauen, was ich dann damit mache. Also ich schalte mal um auf Tonabnehmer. Also es hat eben eine beleuchtete, für Plattenspieler beleuchtetes Fach drin. Oben drüber war eigentlich noch so ein Gestell für Platten. Das fehlt aber leider. Ist aber auch nicht so wichtig, das kann man immer wieder ersetzen. Thank you.
natürlich kommt jetzt durch die Kameramikro der Ton nicht so gut rüber, aber ich hoffe, man hat ungefähr eine Vorstellungskraft immer, wie sich das wohl anhört in Wirklichkeit. Wie gesagt, sicherheitshalber drehe ich einfach immer zwischendurch mal runter. Und ja, unten ist noch so ein kleines Schubfach. Da passen aber keine Platten drauf. Vielleicht könnte man da seine Bargläser oder was weiß ich draufstellen. Ich weiß es auf jeden Fall nicht. Wenn mir einer eine Idee hat, was man da so reinstellen konnte oder wofür es gedacht war, wäre es ganz nett, wenn das in die Kommentare schreiben kann. Also ich will jetzt die Nachbarn nicht aufwecken, deswegen drehe ich jetzt mal nicht so laut auf. Ich mache jetzt nochmal 15 Sekunden lang Musik, verabschiede mich schon mal und vielen Dank fürs Anschauen und bis zum nächsten Mal. Servus, euer Failis.